Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Familie Kuna. Wir sehen hier unsere Hanna, die ist die erste, die aufgewacht ist. Es ist Sonntag 6.23 Uhr und wir befinden uns im Part 58. Ich drücke mal auf Play. Der Reparaturservice war da. In der letzten Folge hatten wir ja noch den Ausflug gemacht und ich hatte euch ja versprochen, dass wir heute das Haus ein bisschen in Ordnung bringen. Wir haben 78.697 Simoleons und das werde ich dann offline machen und euch zeigen. Allerdings möchte ich gerne noch warten, bis unsere Jamila aufgewacht ist, weil die könnte dann nämlich sich nochmal um den Garten kümmern, damit wir da noch das restliche Geld zusammenbringen. Ich gucke derweil mal in den Inventaren nach, da ist nichts, dass ich das auch verkaufen kann, wenn da noch was wäre. Ansonsten haben wir heute eigentlich einen relativ gemütlichen Tag, denn unsere Kinder haben die Hausaufgaben alle schon gemacht, sind alle fertig, genau, und alles erfüllt. Ja, also im Inventar haben wir nichts mehr. Das heißt, wir können heute einen gemütlichen Sonntag noch verbringen. Vielleicht verreisen wir nochmal mit den Kindern, mal gucken. Jetzt ist unsere Jamila wach und die holt sich was zum Essen, das ist gut so. Und ansonsten können die anderen natürlich machen, was sie möchten, weil da ist ja nichts mehr zu tun. Unser Ian möchte um Rat bitten. Jada ist glücklich und freut sich des Lebens. Josie duscht. Joel spielt am Puppenhaus und ja, besorge dir mal ein Ninja-Outfit. Die Manieren von Ian reichen nicht für den Erwerb des Merkmals Manieren aus. Naja, das liegt jetzt an diesem Rat, den die Jamila erteilt hat. Jamila, nee. Wieso hast du nichts gegessen? Ich dachte, du wolltest was essen. Du musst immer im Puppenhaus spielen. Nein, wir haben jetzt keine Zeit. Was ist denn hier? Morgenübelkeit? Sie kommt ins dritte Trimester in 11 Stunden, aber die ist schon wieder ganz schön kugelig. Bin gespannt, wie viele Babys sie diesmal bekommt. So, jetzt ist sie gesättigt und möchte natürlich gleich wieder ins Puppenhaus gehen. Das machst du mal bitte nicht, sondern du kümmerst dich hier mal noch schnell um die Blumen. Mega-Verkauf. Hier muss mit Insektenspray eingesprüht werden. Hier machst du auch mal den Mega-Verkauf. Und unser Geldbaum muss auch mit Insektenspray behandelt werden. Mal schauen, ob der gleich mitgemacht wird oder ob sie nur hier diesen Teil macht. Mal gucken. So, Jamila hat es jetzt geschafft, da drüben mit Insektenspray einzusprühen. Ja, sie macht den Baum gleich noch mit, da kann ich das hier wegnehmen. Ja, das Jugendfest, da gehen wir aber nicht hin. Oder vielleicht, wir haben ja heute Sonntag. Wenn wir alles erledigt haben, können wir vielleicht sogar zum Jugendfest gehen. Mal schauen. So, Jamila ist jetzt fertig mit Sprühen. Sie macht jetzt noch den Mega-Verkauf hier. Und, ja, aber das hat sie noch nicht verkauft. Und da macht sie die Weintrauben mit, ja. So, jetzt hat sie alles verkauft. Wer kommt hier? Kennen wir dich? Stopp, bleib mal stehen. Wer bist denn du? Jenny, okay. Vielleicht möchte die Hanna sich mit der Jenny bekannt machen. Freundlich vorstellen, mach das doch mal. Okay, die geht wieder durch unsere Wohnung und durch unser Haus. Super. Und geht auf die andere Seite und bimmelt dort. Hehe, schön, oder? Ja, genau so macht sie. Gut, Hanna soll sich da mal mit dir vorstellen und wir haben jetzt 90.497 Simoleons und beide sind gleichmächtig. Ich werde mal an dieser Stelle stoppen und ich zeige euch dann das Haus, wenn ich es fertig umgebaut habe. Ich wollte ja da ein bisschen die Ecke für die Kinder und für die Toddler dann zum Essen noch machen. Also ich möchte ein paar Umbaumaßnahmen machen. Die liebe Christa hat mir auch in die Kommentare geschrieben, also nicht nur die Christa, sondern vielen lieben Dank für alle Kommentare, die ich von euch bekommen habe. Aber die Christa hat mir den Tipp gegeben, dass es für die Toddler Stühle gibt und Bänke, wo die sich hinsetzen können. Da möchte ich da so eine kleine Essecke für die noch einrichten. Ja, aber wir haben mal schauen, was dann daraus geworden ist. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal ums Haus selber kümmern und dann gucke ich nochmal, ob ich im Garten noch was machen kann, denn wir haben ja jetzt Frühling und es wird ja jetzt wärmer und wärmer und dann brauchen wir vielleicht noch einen Pool. Aber mal schauen, wie weit ich komme. Dann hole ich euch zurück, wenn ich fertig bin.
So, da bin ich wieder und ich hatte ja hier noch einen Raum über, der noch nicht eingerichtet war und den zeige ich euch gleich mal von oben. Da habe ich jetzt noch ein, ja, Teenagerzimmer oder wie auch immer reingebaut, also wo dann ein größeres Kind seine Ruhe haben kann. Hat hier einen Spiegel, schönes Doppelbett, Schränkchen und einen Schreibtisch. Da ist alles da, was man so braucht. 15.536 Simoleons habe ich noch nach meinem Umbau bzw. Erweiterungsbau. Die habe ich jetzt gelassen, weil die Rechnungen werden wahrscheinlich schon recht hoch sein. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar habe ich in der Küche bzw. in unserem großen Wohnzimmer Veränderungen vorgenommen. Ich habe die Küche erweitert, habe die Theke in die Mitte gestellt, habe jetzt das Tischchen hier drüben hingestellt und hier für die Toddler so eine Ecke gemacht, dass die gleich essen können. Ich hoffe, die nehmen das auch an und das funktioniert alles so. Ich hoffe, dass ich die richtigen erwischt habe. Dann habe ich diesen Essbereich mehr in die Mitte gerutscht, dass es da ein bisschen voller ausschaut. Jamilas Arbeitsbereich, Computerbereich habe ich abgetrennt. Dieser Kicker, der steht jetzt hier drüben und wenn wir hier schauen, da kommen wir in unser Babyzimmer. Das habe ich jetzt auch noch hergerichtet. Das ist ein bisschen abgetrennt, man kommt aber durch. Also die stehen nicht mehr so komplett im Raum herum. Und habe den Fernseher mit hier rüber getan und die Spielekonsole. Ja, mehr habe ich hier eigentlich nicht gemacht. In den Räumen hier drüben mussten teilweise noch Lampen hier ins Kinderzimmer. Ja, und das war es eigentlich schon. Und ein paar Gardinen ins Bad hier ran. Ja, mehr war das nicht. Wenn wir jetzt mal rausgehen, seht ihr schon, da haben wir jetzt einen Zaun. Der Zaun geht rundherum. Das heißt, das ist jetzt unser Eingangsbereich und der Zaun geht praktisch hier ums ganze Haus. Und wenn wir da mal nach hinten gehen, habe ich hier einen Baum gepflanzt. Da ist auch unser Grabstein vom Ivan. Ihr seht hier schon eine Spieleburg, die kombinierte Spieleburg mit Bällebad und allem drum und dran. Ich habe das Gewächshaus ein Stück noch rübergesetzt. Wenn wir hier schauen, haben wir eine Grillecke. Da hat es erstmal nur für einen langen Tisch noch gereicht. Dann haben wir hier einen Pool mit Liegestühlen, Liegemöbeln und ich habe es umgeändert in Kuna Windenburg Villa für die Toddler, einen kleinen Badebereich. Und hier drüben geht das Spieleparadies los, beziehungsweise haben wir, da habe ich die Baum reingesetzt. Diese ganzen Spielsachen mit dem neuen Pack habe ich mit aufgebaut. Hier haben sie einen Korb, einen Basketballkorb. Und hier noch eine Rollschuh- bzw. Skaterbahn. Ja, wie gesagt, 15.536 Simoleons haben wir noch übrig. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, da müssen wir wieder ein Stück warten, bis wir das weitermachen können. Wir werden mal sehen, ob das jetzt auch so funktioniert, wie wir das gerne wollen, dass die hier dann auch essen. Ich werde... Oh, was ist mit meinem Teich passiert? Da ist wenig Wasser drin. Sehr komisch. So, jetzt war ich noch mal kurz im Baumenü und habe den noch mal hingestellt. Jetzt ist Wasser wieder voll. Und da möchte ich der Jamila gleich sagen, dass die mal den Teich bevölkern soll. Und da können wir Kois reinmachen. Das sollt ihr gleich mal machen. Es ist Sonntag, 11.57 Uhr, also gleich um 12 Uhr. Und es regnet leider bei uns. Das heißt, die Kinder werden wahrscheinlich nicht rausgehen, aber wir gucken uns das mal an, was die jetzt so machen, ob die sich die neuen Dinge anschauen, aber sieht nicht so aus. Besuch haben wir hier von unserer Jenny, die räumt auf, die schafft den Müll raus. Eigentlich hat die Hannah die begrüßt, aber die machen nichts mehr miteinander. Wieso schnuffeln die denn immer so? Shane ruft an. Hey Jamila, ich bin's Shane, wie wär's mit einer Verabredung? Nee, du... Ich bin hochschwanger, geht gerade nicht. Was machst du, Jamila? Ah, die möchte Gartensalat essen, okay. Und die stehen hier alle schön gemeinsam. Oh, draußen ist aber niemand gegangen, oder? Jada ist im Bett, was machst du im Bett? Unter der Decke lesen und aufwischen möchte sie. Die unterhalten sich hier schön. Der spielt im Puppenhaus, der Joel.
Ja, na, das ist doch schön. Nee, du kannst nicht an unserem Computer. Ich dachte schon, die wäre an unserem Computer. Gut, dann schauen wir mal in unseren Kalender rein. Ja, bis die Kinder älter werden, dauert es noch eine Weile. Aber die werden sicherlich schon eher wieder älter werden. Denn wenn wir mal reinschauen, die Hanna ist zweier Oberschülerin und hat alles erreicht. Dann der nächste wäre der Ian. Der hat auch alles erreicht, ist noch ziemlich unten, aber auch zweier Grundschüler. Jada, Josie und Joel, das sind noch dreier Schüler, aber die werden dann... Ja, das wird jetzt wieder Schlag auf Schlag gehen, denke ich. Du bist aber ganz schön luftig angezogen da dafür, dass es regnet und eigentlich kalt ist, oder? Aber die sieht ganz hübsch aus, die Gute, oder? Schau mal. Ja, okay, die überlegt über die denkt über Zaubertricks nach. Ah, die scheinen sich hier wirklich wunderbar zu unterhalten. Gut, Jamila, wie geht's dir? Traurig, total traurig. Ich werde eine schreckliche Mutter sein. Mein Kind wird mich hassen. Ach, Quatsch. Wieso sollte das tun? Du hast so viele Kinder großgezogen und dieses sollte dich jetzt hassen. Warum? Oh, wir müssen hier den Reparaturservice anrufen. Oder ihr? Nee, du kannst das nicht machen, ne? Jamila, dann ruf mal den Reparaturservice an. Nicht, dass dein Töchterlein hier wie eine Wilde aufwischen muss. Guck mal nach unserem Garten. Oh, da muss er mal jeden Garten pflegen. Auch wenn es regnet. Hier drunter ist ja unter Dach. Da dürfte es normalerweise nicht durchregnen. Da können wir dann auch, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, hier noch einiges hinstellen. Ach so, und die Lampen, die müsste ich vielleicht mal alle dann auf automatisch stellen. Alle Lichter. Ich habe ja neue reingemacht. Bruno Kuna. Oh, das ist weg, schade. Ah, sie muss gießen. Da habe ich die Pflanzen auch ein bisschen umsortiert, weil ich das rübergerutscht habe. Deswegen sieht das hier so aus. Und jetzt möchte sie um Rat gebeten werden, beziehungsweise wieder mit dem Puppenhaus spielen. Und sie kommt darüber. Hanna ist ganz schön selbstbewusst, ja, energiegeladen ist sie. Guter Rat eines Freundes, schön. Was möchtest du machen? Etwas säubern? In der Schlammpfütze planschen, verspielt werden. Ja, das machen wir jetzt nicht. Aber wenn das hier so regnet, würde ich sagen, einsam und verlassen. Och komm, alle mögen dich, sieh doch mal hin. Ich muss los, danke, dass du die Zeit genommen hast. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, wir verreisen mal. Am besten irgendwo hin, wo es nicht regnet. Ich würde sagen, wir gucken mal in den Funpark, denn der ist überdacht, glaube ich. Und wir nehmen natürlich alle mit. Ja. Hier regnet es auch, aber wir können ja hier reingehen. Da sind wir drin. Wir können ja hier mal spielen mit unseren Kindern. Können da so viele spielen? Nein. Gut, nehmen wir mal die drei. Also sie gehen zumindest alle rein. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier in dem Funpark können wir auch sein, wenn es draußen regnet. Warum ist unser Joel so wütend? Schwelende Wut. Okay, ich weiß nicht, wer den verärgert hat. Ian ist ins Bad gegangen. Und was machst du? Hanna möchte sich wahrscheinlich was zu essen nehmen. Joel hat Level 3 der Motorikfähigkeit erreicht. So, hier gehen es aber noch runter. Ich glaube, wir könnten vielleicht mal eine Runde bowlen gehen mit unseren Kindern. Mal sehen, ob wir da mehrere haben. Machen wir 5. Und warum kann er eigentlich nicht die Jamila mit einladen? Oder muss das die Jamila machen? Lena, nee, wir haben keine Zeit. Mit Dominik plaudern, tut unsere Jamila. Schauen wir mal. Wer ist Dominik? Okay, der sitzt hier am PC. Ach, das ist unser Sohn. Der ist auch hier. Schön. Sophie kennen wir aber nicht. Das ist irgendein Kind von uns. Den kennen wir nicht. Selina muss auch irgendein Nachwuchs von uns sein, in irgendeiner Form mit uns verwandt. Jenny Kuna. Okay. Haufen Kunas sind hier. Unsere Kinder... Nein, hör doch auf, wir wollen das nicht. Unsere Kinder sind hier reich vertreten. So, und ihr, macht ihr hier unten was? Okay, mehr können hier wahrscheinlich nichts machen. Ach, die kann nicht bullen, weil sie schwanger ist. Jetzt, okay, ich weiß zwar nicht, was da Schlimmes passieren soll, außer, naja, gut. Okay, wenn sie meint, kannst du denn dann hier Dart spielen? Ja, da können sie alle spielen, das ist schön. Jada hat auch die Bowling-Fähigkeit erreicht. Aber dann sollen die Kinder mal aufhören. Sie spielt jetzt Dart.
Okay, der schießt noch eine Kugel und dann wird er sicherlich auch mit Dart spielen, oder? Wow, gut gemacht. Hörst du jetzt auf? Nein, der macht jetzt weiter. Zwei Stück fehlen noch. Oh je, das war nix. Ja, ich hab dir doch gesagt, du sollst aufhören. So, jetzt ist die ganze Familie zusammen und spielen hier Dart gemeinsam. Ups. Oh je, da darf aber auch keiner hinter dir stehen, oder? Ja, Miller mit ihren Kindern und ist wieder schwanger. Wie weit ist sie denn überhaupt? Oh, Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und wer ist jetzt dran? Ah, unsere Cheda ist dran. Und? Das war nix, oder? Oh je. Und? Auch wieder daneben. So, jetzt, Jamila, wie sieht es bei dir aus? Sie tut schon richtig fachmännisch und? Oh. Joel hat Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Ja, schön, Beziehungen bauen sie ja auf, das ist ja gut. Und? Ist auch nicht da getroffen, oder? Oh, jetzt. Gut. Josie, oh, die trifft auch gut. Oh je. Zu früh gefreut. Von Gespenst erschreckt. Komm hierher, Jamila. Was macht denn ihr da? Wo ist denn hier ein Gespenst? Ach, da. Und der ist nackig. Um Gottes Willen, hier geht's ja zu. Jetzt kommen die runter, das Gespenst. Erschreck nicht unsere Kinder, du. Aber die kommt doch zu unseren Kindern und setzt sich dahin und guckt zu. Na toll. Aber er hat jetzt schon gut getroffen. Und sie unterhält sich mit dem Gespenst. Na super. Scheint aber auch nicht irgendwie erschreckt zu sein. Oh, was ist mit dem? Daniel, was machst du hier? Oh, sie trifft. Oh je. Und nochmal, juhu. Und? Wow, gut, Hannah. Super gemacht. Ganz großer Sport. Die Gruppe Ian und Joel besiegt die Gruppe Hannah, Cheda und Josie mit 6 zu 5. Aber gut, es lebe das Chaos. Josie scheint sich am Schrecken und der Wut anderer zu ergötzen. Ist nun der Zeitpunkt gekommen, zuzugeben, dass sie Unfug mag. Ich habe ja gesagt, ich drücke immer ja, dann soll's halt so sein. Gut, aber wenn die jetzt fertig sind, würde ich vorschlagen, wir gehen wieder nach Hause. Es ist 22, fast 23 Uhr. Hier sind sowieso die Geister unterwegs. So, wir sind wieder da. Ich freue mich schon, wenn es nicht mehr regnet. Und ich bringe jetzt die ganze Mannschaft ins Bett. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen. Es ist Montag, 6.49 Uhr. Und unsere Jamila ist die Erste, die wach ist. Und unser Ian ist auch wach. Was macht sie? Abwarten, was geschieht? Wo gehst du hin? Keine Ahnung, was sie hat. Unsere Kinder müssen jedenfalls in einer Stunde in der Schule sein. Gucken wir mal. Hannah ist wach. Die braucht eigentlich nichts. Ian braucht auch nichts. Der holt sich was zu essen. Und unsere Jamila, die könnte sich aber auch mal was zum Essen nehmen. Oh, was ist mit dem Handwerker los? Muss der aufs Klo? Also sie setzt sich jetzt hier hin. Zum Sitzen geht's. Ich bin mal gespannt, ob dann, wenn die Toddler da sind, ob das dann bei denen auch geht. Hannah ist fertig mit Essen. Er steht hier und isst. Aber die räumen alle ihr Geschirr schön weg. Oh, der Nächste nimmt sich was zu essen. Das ist doch wunderbar. Müssen die jetzt, wieso fühlen die sich jetzt alle so unwohl? Hungrig. Und auf Toilette. Naja, gut, das ging aber jetzt schnell. Die gehen jetzt alle in die Schule. Jawohl, 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 prima. Geht auch in die Schule. Und dann lassen wir die mal aktiv am Unterricht teilnehmen. Was ist denn mit den beiden hier? Ja, die gehen. Unsere Drillinge müssen noch nicht aktiv am Unterricht teilnehmen. Und die tun wieder hier ihre Fähigkeiten aufbauen. Die Empathie von Hannah reicht für das Merkmal mitfühlend aus. Sehr schön. So, jetzt sind sie alle in die Schule gegangen. Jamila, sind alle weg? Jetzt kann. Die geht in den Pool. Liegt im Pool. Ist dir nicht kalt? Es regnet übrigens, es regnet schon wieder oder immer noch. Aber geh mal bitte hier in deinen Garten, erledige mal die Sachen. Mach mal einen Megaverkauf. Und hier bitte auch einen Megaverkauf im Badeanzug. Carla, schön, dass du anrufst, aber wir. Oh, das sollst du selbst entscheiden. Sie kann das natürlich nicht. Die wollen Babys machen.
Garten pflegen muss er auch noch. Aber ihr scheint es nicht kalt zu sein. Da hängt noch was dran. Oh, Megaverkauf nochmal 11.000. Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Hannah war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Arbeiter hart. Leistungsverbesserung klein. Das ist schön. Besuch des Direx. Ignoriere das bitte. Das hat man schon öfters. Ich glaube, das ist die beste Wahl. Soll denn das jetzt die ganze Zeit so regnen? Ja, steht das eigentlich auch im Kalender, wie das Wetter wird? Ja, hier ist Regen, aber morgen soll es dann schon besser werden. Schön. So, Jamila ist jetzt fertig mit ihren Viechern da kaputt machen. Jetzt gießt sie noch. Hannah hat Level 2 der Logikfähigkeit. Jamila muss heute fast den ganzen Garten gießen. Jetzt ist sie fertig. Mal nochmal Garten pflegen. Carla, was möchtest du denn noch? Ein Küsschen in Ehren. Josie ist... Okay, das war aber was anderes. Josie ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Sie hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Naja, so sind Kinder nun mal. Was weiß ich, was die sich da wieder in den Kopf gesetzt hat. Die mag ja Unfug. So, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Jamila, dann... Können wir eigentlich noch ein bisschen an deinem Buch schreiben? Haben wir eigentlich eins angefangen? Wie sieht denn das aus? Schreiben? Ja, weiterschreiben. Erziehung Band 4. Hannah hat Level 2 der Malfähigkeit, Level 2 der Charismafähigkeit und Level 2 der Schreibfähigkeit erreicht. Und schreibst du jetzt ein bisschen wieder in deinem Buch? Das haben wir lange nicht gemacht, ne? Dauert auch noch ein bisschen, bis die fertig ist. Aber wir kriegen schon gar keine Tantiemen mehr. Die ist sehr inspiriert beim Schreiben und plötzlich ist sie traurig, weil sie wieder eine schreckliche Mutter sein wird. Oje, oje. Du wirst keine schreckliche Mutter sein, meine Güte. Dieses Bild kennen wir nur zu Genüge, dass sie hier an ihrem Laptop bzw. an ihrem Computer sitzt und weint und traurig ist. Ein unbekannter Anrufer. Okay, das ist jemand, der uns wieder... veräppeln will. Wir legen einfach auf. Gute Noten. Hannah ist zur Einzelschülerin geworden. Hey, möchtest du nicht warten? Nee, wollen wir nicht. Hannah ist nach Hause gekommen. Sie hat jetzt aufgehört mit Schreiben und Hannah ist zur Einzelschülerin geworden. Dann würde ich doch sagen, können wir mal einen Kuchen backen, oder? Für unsere Hannah. Unsere berühmte Schokotorte. Gucken wir nochmal nach, ob sie tatsächlich Einzeloberschülerin Oberschülerin geworden ist. Jawohl, sehr gut. Das heißt, sie kann mal duschen gehen in der Zeit, wo der Geburtstagskuchen gemacht wird. Und dann kannst du hier mal aufräumen, wenn du geduscht hast. Und Jamila, machst du jetzt den Schokokuchen? Offensichtlich nicht. Mach mal bitte den Schokokuchen jetzt. Ian hat Level 4 der Kreativitätsfähigkeit erreicht. Für heute ist die Schule fertig. Und wir gucken mal nach den Leistungen. Der Ian ist immer noch Zweier-Grundschüler. Die Jada ist auch Zweier. Josie auch Zweier. Nee, halt, Josie ist Dreier-Grundschülerin und Joelle ist auch Dreier. Ne? Das ist aber komisch. Gut, dann können die Kinder mal eine Gruppe bilden. Ja, oder nee, die können eigentlich so Hausaufgaben machen, oder? Mach du mal bitte deine Hausaufgaben. Josie, mach auch Hausaufgaben. Den Orangensaft können wir hier raustun. Jada, mach bitte auch Hausaufgaben. Halt, stopp, schnell. Geburtstagskerzen hinzufügen. So, jawohl. Macht die Jada auch Hausaufgaben. Und Ian, der sitzt in der Wanne, aber der kann auch mal Hausaufgaben machen. Gut, und unsere Hannah darf jetzt Geburtstag haben. Hannah, komm mal her und puste mal die Kerzen aus. Macht sie mit Hausaufgaben? Ja, sie hilft bei den Hausaufgaben. Das ist ja toll. Super. So, jetzt kommt unsere Hannah. Und Happy Birthday, Hannah. Sie ist älter geworden und wir würfeln. Gesellig. Na, das ist doch schön. Es gab wieder viele Geschenke. Oh, viele, viele, viele Geschenke. So, Hannah. Wer ruft denn hier schon wieder an? Daria Kuna möchte vorbeikommen. Ja klar, komm vorbei. Alles gut. Sie nimmt sich gleich ein Stück. Ich wollte jetzt zwar Kerzen drauf machen, aber sie nimmt sich ein Stück. Aber das ist ja auch in Ordnung. Sie hat ja Geburtstag. So. Was macht denn unser Ian? Hausaufgaben. Sehr gut.
Jamela, du spielst schon wieder am Puppenhaus. Tu mal den Müll leeren. Unser Staubsauger, der gibt so komische Geräusche wieder von sich. Nein, wir gehen nicht zur Universität. Aber wir können jetzt von der Hanna die Hausaufgaben verkaufen. Bist denn du jetzt gekommen? Ah, da kommt sie. Jamela, bitte mal deine Tochter rein. Ah, sie kommt schon. Okay, und Jamela putzt den Badeanzug. Magst du dir nicht mal was anderes anziehen? Joel hat die Hausaufgaben fertig. Sehr schön. Guck mal, wie das bei den anderen ausschaut. Also der Ian, der muss noch machen. Die Jada, bist du fertig, Jada? Nein. Die hat noch nicht mal begonnen. Das Luder. Sie hat die Hausaufgaben, Josie hat die Hausaufgaben abgeschlossen. Und Joel hat auch abgeschlossen. Prima. Jamela räumt jetzt noch auf. Es ist 18.26 Uhr. Wir werden im nächsten Part, also ich stoppe an dieser Stelle diesen Part, im nächsten Part werden wir dann als erstes unsere Hanna ausziehen lassen. Und dann denke ich, wird unser Baby kommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, und ansonsten könnte noch unser Ian Geburtstag haben und zum Teenager werden. Aber das werden wir sehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss und ciao.